Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten. Diesmal mit dem Thema, was hält der Frühling für dich bereit? Ja, was hält der Frühling im April, Mai für dich bereit? Wir schauen da einfach mal rein, was für dich so ansteht. Ja, für wen? Für meinen lieben Steinbock Sternzeichen, Steinbock Aszendent, Steinbock Mondzeichen oder Steinbock Venus. Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal eingeschaltet hast, ja dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Ja, für eine private Legung darfst du mich gerne über meine Webseite kontaktieren oder direkt unter meinem Shop dann eine Legung aussuchen und bei mir buchen. Ich freue mich, dich auch drüben wiederzusehen. Ich würde mal sagen, ich fange direkt an, weil ihr wollt bestimmt wissen, was hält der Frühling für euch bereit? Was solltet ihr jetzt bezüglich dem Frühling wissen? Was passiert im Frühling? Was kommt im Frühling auf dich zu, mein lieber Steinbock? Und da kommt auch schon deine Energie hier, ja, der Ritter der Münzen. Interessant. Ich spüre hier eine Energie im Frühling, ja, bisschen so Stillstand. Okay. Aha. Guck mal, ich spüre hier im Frühling mehrere Themen, die hier durchkommen. Zum einen spüre ich hier, du planst hier etwas Größeres, deswegen ist es ein bisschen auch mehr der Stillstand, weil du nur noch nicht ganz schlüssig bist. Du hast hier 7 der Kelche, das zeigt mir immer so, du hast viele Tagträumereien und irgendwie ist alles, du hast mehrere Wünsche und Träume. Du weißt aber gerade nicht, welchem soll ich hinterherjagen, was soll ich jetzt tun? Das ist so ein bisschen hier, so ein bisschen so eine verschwommene Energie, die ich wahrnehme, in gepaart hier mit den 2 der Schwerter. Definitiv spüre ich auch so eine Unentschlossenheit, ja. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt wählen? Wie gehe ich das Ganze erstmal an? Du, ich würde sagen, ich spüre, wenn du hier dich darauf einlässt, hier wirklich die Entscheidung weiter rauszuzögern oder auch hier wirklich keine richtige Entscheidung zu treffen, triffst du auch schon eine Entscheidung, ja? Und deswegen wird der Eremit, ja, der Eremit ist ganz, ganz wichtig, dass du dich hier zurückziehst, in dir kehrst und nochmal genauer, tiefer blickst, sag ich mal, diesen Wirrwarr. Außer den Wirrwarr auch im Außen jetzt im Frühling. Ja, es passiert hier vieles, auch überwältigend. Aber ich habe das Gefühl, du hast ja noch keine Klarheit empfangen. Meditier. Ich spüre, hier ist etwas, was zu dir kommen möchte in deiner Meditation. Oder in der Stille. In der Stille liegt deine Antwort, ist das, was ich hier höre. Vor allen Dingen, wenn es lauter wird im Außen, auch sehe ich, dass der Frühling so viel Einladungen für dich bereithält. Hochzeiten, Geburtstage, Feiern, also solche, ich sehe viele, viele Einladungen, viele schöne Momente hier im Frühling für dich, die bereitstehen. Und deswegen sehe ich auch vieles, was im Außen passiert, ja. Deine Energie ist auch dann so ein bisschen verstreut im Außen, was ja nicht schlimm ist, aber dennoch ist diese Energie ganz, ganz wichtig hier für dich, um eine klare Entscheidung zu treffen in der Stille. Und es ist laut im Frühling, es passiert sehr viel im Frühling bei dir. Und das ist so ein bisschen hier der Fokus, auf was du dich eigentlich richten möchtest, dein Ziel, dein Wunsch, wird so ein bisschen hier im Frühling durch das ganze Aufblühen, das Leben blüht hier neu auf und die ganzen Unternehmungen, die du hier auch
vor dir stehen siehst oder auch vorhast, ein wenig, ja, ich will nicht sagen aus den Augen verloren, aber das zögert ja auch deine Entscheidung aus, weil du hier nicht wirklich zur Ruhe oder zu dieser Stille kommst. Und definitiv hat der Frühling hier wirklich viele, viele, viele glückliche Momente für dich parat. Auch sehe ich einige Wünsche, die sich hier erfüllen im Frühling für dich, was dich sehr freut. Ich spüre hier, vielleicht hast du das Gefühl, du musst jetzt sofort eine Entscheidung treffen. Ja, du solltest eine Entscheidung treffen, aber nicht auf Biegen und Brechen ist das auch, was ich hier spüre. Und lass mich mal die Karte 2 der Schwerter hier klären. Was möchte hier noch durchkommen? Oh, guck mal, die fällt. Es ist deine Intuition. Es ist deine Intuition. Ach, der Münzen ist auch hinterher. Ja, du möchtest weiter vorankommen. Verbinde dich also mit deiner Intuition. Habe Vertrauen. Geh in die, wenn die Karte hier kommt und die Karte und ich spüre hier die Stille. Das ist nicht jetzt die Yang-Energie, ja, dieses Laute und dieses Voranschreiten, die Sonne, ja, ich spüre hier eher in der Ruhe, in der Nacht, in der Stille erhältst du hier ganz viele Botschaften, Antworten, Träume, die zu dir kommen. Auch habe ich das Gefühl hier für euch, meine lieben Steinbockherzen, dass ja, du darfst hier auch mehr dich ausruhen, ja. Weil ich sehe hier auch mit 8 der Münzen, nur weil du härter arbeitest, heißt es nicht, dass du hier schneller vorankommst. Ich spüre hier, Auszeit ist auch ganz, ganz wichtig. Pausen einzulegen. Entspann dich auch in den Pausen, auch wenn jetzt viel das Leben hier wieder aufblüht. Hallo, das Leben ist lebenswert und du kannst dir immer am Tag auch eine ruhige Minute oder Zeit hier bewusst für dich rausnehmen, was dir zugute kommt, um hier in deiner Entscheidungsfindung, weil die Entscheidungsfindung wird zu dir kommen. Das ist so ein bisschen, was ich hier spüre. Es ist einfach hier auch eine, nicht so eine einfache Entscheidung, aber du darfst dir deiner Intuition vertrauen, auch wenn du denkst, oh mein Gott, das kann doch nicht die richtige Entscheidung sein. Wenn es deine Intuition da sagt, dann darfst du wirklich auch darauf vertrauen. Was haben wir hier hinten im Deck? Yes, die Königin der Schwerter. Ja, triff keine Entscheidung aus deiner Emotion heraus, weil du gerade super glücklich bist und ja, da mache ich dies und jenes und triffst irgendeine Entscheidung aus einer Emotion heraus. Nein, wenn die Königin der Schwerter da ist, sagt es dir auch nochmal, hey, bevor du eine Entscheidung triffst, solltest du hier wirklich objektiv an die Sache rangehen. Objektiv, klar mit deiner Intuition, aber auch objektiv, nüchtern drauf blicken. Vielleicht bist du zu nah dran, um hier eine Entscheidung zu treffen. Ja, und ja, es ist, das Witzige ist wirklich daran, du kommst nicht schneller voran, indem du noch mehr Power reinsteckst. Das ist gerade so ein bisschen die falsche Herangehensweise, was ich hier spüre. Und ja, genieß den Frühling. Es kommen hier schöne Momente, dein Herz wird aufgehen, du wirst hier wirklich Spaß, Liebe, Freude empfinden. Schöne Zeiten im Frühling. Ich freue mich für euch. Sehr schöne Energie. Was hält der Frühling noch bereit für meine lieben Steinbockherzen? In Reih und Glied, ja? Die 111. Die 1 steht immer auch für Neubeginn, aber auch die 1 assoziiere ich immer mit deiner Gedankenwelt. Ja? Du hältst dich vielleicht zu sehr dran fest, so es muss jetzt so und dann kommt der nächste Schritt und so. Ja, also schön, du versuchst hier objektiv etwas zu planen oder beziehungsweise strukturiert, aber manchmal ist... ich habe das Gefühl, du musst ein bisschen Raum freilassen für das Unerwartete, damit sich die Magie auch entfalten darf in deinem Leben. Objektiv eine Entscheidung treffen, aus der Intuition, nicht aus der Emotion heraus. Auch vielleicht einen Schritt zurückgehen in die Stille,
neutral, ja, als neutrales Gefäß, sage ich mal so, die sich an die Entscheidung heranwagen. Sich auch Zeit nehmen, das darfst du, nicht schnell, schnell, langsam ist das auch, was ich spüre. Aber auch nicht zu sagen, ich treffe jetzt erstmal keine Entscheidung, es überwältigt mich, keine Ahnung. Und sondern hier auch wirklich ins Vertrauen zu gehen. Auch hier hinten mit dem Strom, ja. Vielleicht hast du das Gefühl, oh mein Gott, wo geht es jetzt lang? Welchen nächsten Schritt? Also ich habe das Gefühl, diese Entscheidung ist schon wichtig. Aber mach dich nicht verrückt im Kopf. Ja, du bist zu sehr in deinen Gedankenwelt. Und sage ich mal auch in Emotionsprozesse. Emotionen sind ja auch hier, sage ich mal, Gefühle gekoppelt hier mit Gedankenprozesse, die ausgelöst werden. Du darfst dir wirklich auch hier sagen, okay, ich weiß es gerade noch nicht, aber ich bin im Vertrauen, weil du bist auf dem richtigen Weg. Auch wenn du das Gefühl hast, du bist gerade hier verloren. Nein, es wird sich der nächste Schritt dir aufzeigen. Habe so ein bisschen mehr Vertrauen, geh in die Stille, um auch hier empfangen zu können. Ist das einfach hier, was ich immer wieder für dich höre, mein lieber Steinbock. Was hält der Frühling für meine lieben Steinbock-Herzen parat? Ich sehe dann, ja, Vorsicht. Deswegen habe ich auch gesagt, die Stille, auch Vorsicht hier. Mit deinen Finanzen, es könnte hier finanzielle Engpässe geben, aber ich spüre hier einfach, weil du viel machst, ja, also weil dein Leben gerade wieder aufblüht, schöne Zeiten etc., spüre ich hier, kann es schnell deine Energiereserven hier aufbrauchen. Deswegen schau hier, dass du dich wieder auflädst, meditiere, also Zeit bewusst für dich nehmen und zu schauen, okay, wie kann ich hier wieder meine Energiereserven auffüllen? Und hier, schau mal. Walking away. Vor etwas, die Entscheidung hierzu auch zu treffen, etwas hier gehen zu lassen, was dir nicht mehr dient. Und es fällt schwer. Es fällt schwer, wenn man daran festhält. Aber bedenke, diese Situation zieht zu viel Energie von dir. Kostet dich zu viel Kraft und Energie. Und deswegen ist es besser, ja, die Tür hier zu schließen und den Raum hier zu verlassen. Ich habe auch das Gefühl, wenn etwas zu sehr Energie kostet und du immer mehr Kraft rein investieren musst, mehr Energie, also dich hier überanstrengst und du mehr und mehr Energie verlierst, aber trotzdem dadurch, dann spüre ich, und es geht nicht wirklich voran, dann spüre ich hier für dich, dass du hier am falschen Ort bist. Du wirst hier nochmal neu platziert. Du bist gerade nicht am, du bist auf dem richtigen Weg, aber du bist gerade nicht am richtigen Ort. Deswegen wird von dir hier verlangt zu sagen, okay, hey, ich kann mich nicht mit anpassen. Ich muss meinen Weg gehen. Und wenn es nicht jetzt hier der Ort ist, wo ich gewertschätzt werde, wo meine Energie sich verdoppelt, ja, wo ich Energie reinstecke und auch doppelt und dreifach die Energie zurückbekomme, dann ist es nicht mein Platz. Wir haben hier Effort, deine Bemühungen. Wenn du so viel reinsteckst und deine Bemühungen zahlen sich nicht aus, dann zeigt das hier nicht, dass du falsch bist, sondern es zeigt mir hier, die Bemühungen, die du reingesteckt hast, die wird vom spirituellen Reich wertgeschätzt, die wird auch wahrgenommen und die wird auch wertgeschätzt, aber du bist am falschen Ort. Du wirst gerade hier umpositioniert. Hoppala. Hinten im Deck habe ich die Natur. Geh raus in die Natur. Ja, in der Stille, in der Natur. Verbinde dich mit der Natur. Erde dich, laufe mehr. Nimm dir Zeit, um einfach entspannt spazieren zu gehen in der Natur. Es blüht gerade alles auf. Ich sehe auch hier, du bist am falschen Platz. Dein Umfeld, Environment, ja. Dein Umfeld, das sind
da, wo du dich jetzt gerade befindest, dein Wert wird hier nicht geschätzt. Und dein Umfeld wird sich dadurch hier auch ändern, wenn du diese Entscheidung triffst, hier zu sagen, okay, das ist nicht mein Platz und es ist auch in Ordnung. Und das hinter dich lässt, weil du steckst zu viel Bemühungen rein. Das zehrt zu sehr an deinen Energiereserven. Ich sehe hier auch ein Happy End. Du kriegst ein Happy End. Yes, komm, ich zieh die Karte raus. Insbesondere hier auch in Liebesangelegenheiten. Wenn du hier in einer Beziehung bist, wo du immer mehr dich bemühst oder jemanden hier kennenlernst und du bemühst dich und du strengst dich an und du gibst 100%, 1000% und du fühlst dich einfach nur noch ausgelaugt, erschöpft und du kannst nicht mehr, dann ist es nicht die richtige Person. Das ist nicht dein Platz, das ist nicht dein Ort. Er ist nicht dein Ort, sie ist nicht dein Ort. Steinbock, danke. Innere Kraft. Ich spüre um dich herum dein goldenes Leuchten. Das ist mir auch vorher hier schon aufgefallen, dieses Leuchten. Ja? Du bist auf einer. Dein Leuchten, du kannst nicht mehr dein Licht dämmen. Ja? Und dieses Leuchten, was du hast, wird auch viele anziehen, mein lieben Steinbockherzen. Und sie möchten davon profitieren, die möchten davon nehmen, aber nichts geben. Und das ist so, was ich hier spüre, diese innere Kraft, dieses Leuchten, was hier noch stärker wird. Wisset, dass kein Wille oder Wunsch mächtiger ist, als ich verkörpert. Oh wow, diese innere Kraft, die aus dir raustritt. Deine Energie ist so kostbar. Unterschätzt dich nicht, unterschätzt nicht hier dein Sein, nur weil du gerade nicht am richtigen Ort bist. Du bist an einem Ort, wo Menschen diese Energie nicht verstehen, wo Menschen diese Energie nicht. Wertschätzen können, sondern deine Energie wird missbraucht. Das ist, was ich hier spüre. Wow, was für eine intensive Kraft und dieses goldene Leuchten um dich herum verstärkt sich einfach im Frühling. Wir haben hier Handfasting. Verlangen pulsiert durch mein ganzes Sein bis in die verborgensten Stellen hinein. Ich bin bereit, ich riskiere es, mich sehnend nach Vereinigung, die auf meinen Lippen glänzt. Und ich spüre hier für einige einfach Stopp, 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 bevor du dich mit jemandem hier körperlich vereinst. Vorsicht, oder wenn du dich hier mit jemandem körperlich vereint hast, diese Person zieht von dir Energie. Deswegen fühlst du dich so erschöpft. Vorsicht, auch wenn dieses Verlangen in dir hier brennt. Ja, und du darfst dich nach Vereinigung sehen. Du darfst auch dieses Verlangen in dir fühlen, aber wisse, mit wem du dich teilen möchtest. Du hast so eine kostbare Energie und das muss dir bewusst sein. Meine lieben Steinbockherzen im Frühling, sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichts in dir. Wow. Ja, hier wird gerade ein Krieger des Lichts geboren. Wow. Meine lieben Steinbockherzen, ich kann nur an dieser Stelle das Buch von. Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Krieger des Lichts heißt es. Ich muss es nochmal unten reinschreiben. Also mir kam gerade dieses Buch im Kopf Wartet, wartet, ich muss das nachschauen.
Genau. Handbuch des Kriegers des Lichts. Und zwar ist es von Paulo, ich kann es nicht aussprechen, Paulo Coelho. Ich weiß nicht, ob es richtig gesprochen ist, aber ich kann nur dieses Buch empfehlen. So ein tiefsinniges, intensives Buch. Und hier ist noch eine Karte gerade gefallen, als ich das gesagt habe. Du wirst dich, wenn du dieses Buch hier liest, du wirst, es werden Emotionen, du wirst dich so tief berührt fühlen. Falls du das Buch kennst, kann ich dir auch nur raten, nochmal in die Hand zu nehmen. Da sind so, man kann das Buch immer wieder anhören oder lesen. Hier, seht ihr dieses Licht, dieses goldene Licht, was aus deiner Krone herausbricht? Aus deinem Kronenchakra. Dein Kronenchakra wird jetzt im Frühling so stark aktiviert. Folge dem Weg deiner Seele und lasse dich von nichts und niemanden aufhalten. Es gibt jemanden oder etwas, was von dir Energie zieht. Und du musst das unterbinden und erkennen. Und diese innere Kraft, du hast so eine unendliche innere Kraft. Deine Energie kann gar nicht hier ermüden. Ich spüre, es ist wichtig, oder solange niemand hier an deiner Energie zerrt und sich davon nährt, ja. Ich habe auch hier, lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft. Deine Zukunft, die auch so viele Menschen affektieren wird. Steinbock, Frühling. Der Krieger wird geboren. Der Krieger des Lichts. Okay, wir haben hier, erwarte Wunder. Habe ich nicht vorher gesagt, sei nicht so durchstrukturiert, sondern lasse Platz, Raum. Nimm dir immer wieder Zeit und erschaffe Lücken. Lücken, die hier mit Wunder aufgefüllt werden möchten. Dann erhöhe deine Schwingung. Ich spüre, du erhöhst deine Schwingung bereits. Deine Schwingung erhöht sich dadurch, deswegen sehe ich auch hier dieses goldene Licht. Deine Energie verstärkt sich. Deine Ausstrahlung. Zeichen und Erinnerungen. Deine Seele erinnert sich jetzt im Frühling. Das ist so, was ich spüre mit dem Eremiten. Du ziehst dich zurück, deine Seele erinnert sich. Es kommt hier eine riesige Transformation. Zeichen könnten hier Schmetterlinge sein, Federn oder hier, was ist das, Kolibri oder eine Taube, Regenbogen. Wow, du wirst hier mit Zeichen bombardiert vom spirituellen Reich, okay? Mach dich darauf gefasst. Ja, der Frühling hat es in sich, April und Mai. So, was erwartet meine lieben Steinbockherzen im Frühling? Was sollten sie jetzt wissen? Engel des Wohlstands, lege deine alten Vorstellungen von Wohlstand ab und lebe die Liebe. Yes! Überprüfe nochmal deine Glaubensmuster. Was ist für mich Wohlstand? Was ist deine Vorstellung von Wohlstand? Ja, lebe die Liebe. Das ist auch hier mit dem Ast der Kelche. Lebe die Liebe. Verbinde. Ich spüre hier im Frühling, du wirst dich, deine Schwingung wird sich erhöhen. Es gibt ja die Emotionsskala. Ich spüre, dass du dich hier mit der Emotionsskala, mit der Liebe verbindest. Die ist sehr, sehr weit oben. Danach kommt, glaube ich, Freude, oder drunter ist die Freude. Ich weiß nicht ganz genau. Und dazwischen liegt die Dankbarkeit. Deswegen, ich spüre, hier verbindest du dich mit der Liebe. Lebe die Liebe. Was ist Wohlstand für dich? Folge hier deiner Seele. Wichtigtuerei. Du bist für dieses Universum wichtig und aufgefordert, dich selbst bedingungslos zu lieben. Du bist wichtig, auch wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, vielleicht bin ich doch nicht so wichtig. Vielleicht, was mache ich hier? Ja, ich bemühe mich, ich mache alles und nichts verändert sich. Du bist nicht am richtigen Ort. Was ich sehe, ist einfach, du wirst jetzt hier, deine Schwingung erhöht sich, dein Platz wird sich hier ändern. Du wirst etwas loslassen, was von dir die ganze Zeit Energie genommen hat. Wow, es passiert viel hier bei dir. Sehr viel. Nimm dieses Deck hier mit Humor. Ja, für meine lieben Steinbockherzen.
Es ist ein bisschen Energy Vampire. Oh mein Gott, das ist auch, was ich hier spüre. Cut your energetic cords now. Es gibt hier einen Energievampir, der puh. Die Person nimmt deine Energie und du hast so viel Energie, du weißt gar nicht, wie mächtig du bist. Oh mein Gott, und das ist auch, was ich hier spüre. Energievampire, insbesondere einen gibt es hier oder eine. Gar Männlein, Weiblein. Deswegen, es wird Zeit, jetzt das zu trennen. Trenn dich davon. Finde erstmal raus, wer es ist. Schau dich genau um in deinem Umfeld. Was zerrt an dir? Und dann trenne diese Energieschnüre. Ich biete auch energetische Trennungen an. Ich biete einmal die energetischen Trennungen von einer bestimmten Person an, aber ich biete auch einfach energetische Reinigung. Aber ich spüre hier definitiv, hier ist eine bestimmte Person, von der du dich lösen. Du kannst es auch selber machen. Ja? Löse diese Verbindungen, diese Schnüre. Gib keinen Zugang dazu mehr. Zu deiner wertvollen Energie. Deine Entscheidung, ihre Entscheidung. Nutze hier deine innere Führung. Vertraue hier deiner inneren Führung. Du bist ein Psycho-Spirit, steht hier dran. Also du hast wirklich hier eine starke Intuition, eine starke Seele, eine starke Kraft in dir und du wirst hier gelenkt und geführt. Deswegen spüre rein. Du triffst hier keine falsche Entscheidung. Aha, wir haben die Narzissistik Nymph. Da ist jemand, der sehr narzisstisch ist um dich herum. Nimm deine eigene Kraft hier wieder zurück. Ja, ich habe das Gefühl, vielleicht du bist auch so ein Magnet, weil du hast so eine schöne, schöne Energie, die auch schön die Narzissten hier anzieht oder auch Narzisstinnen. Ist ja scheißegal, ja. Ich spreche hier nicht immer nur auf, es gibt nicht nur eine Seite, auf beiden Seiten gibt es die. Deswegen, du musst deine Energie hier zurücknehmen. Oh mein Gott, trenne dich. Da ist jemand. Und deswegen, egal wie stark du dich hier bemühst und machst und tust, weil jemand die ganze Zeit das alles hier wegsaugt. Okay. Spiritueller Ratschlag, was ihr machen könnt jetzt im Frühling, was du machen kannst, was dir gut tun wird, ist hier Alone Time, Auszeit. Also auch wenn hier wirklich schöne Zeiten sind, nimm dir bewusst ein Wochenende nur für mich, Self-Care oder was mache ich nur für mich, ja? Wenn du hier Kinder hast oder Familie hast, nimm dir doch mal einen Tag nur für dich, mach was. Geh in die Therme, verbinde dich mit dem Wasser. Ich spüre hier, du brauchst hier Zeit für dich. Dich, du alleine. Auszeit, das ist ganz stark, was ich hier spüre. Auszeit hier für dich. Und guck mal hier, Beauty Ritual. Ja, was tut deinem Körper gut? Eventuell auch hier, weil du hier aufblühst in deinem Aussehen, deine Energie steigert sich. Du wirst auch hier etwas tun, ob du hier dich mehr schminkst oder deine Nägel färbst oder was auch immer. Du nimmst dir bewusst Zeit für deinen Körper. Das ist so, was ich hier spüre. Verbinde dich mit dem Wasser, kann ich dir hier auch nur empfehlen. Ich spüre, das wird dir hier definitiv gut tun. Für meine lieben Steinbockherzen, eine letzte Nachricht. Was sollten Sie jetzt, was hält der Frühling parat? Was sollten Sie jetzt wissen? Letzte Botschaft ist hier für dich und da ist auch eine goldene Kugel, die sieht ein bisschen aus wie der Mond. Wenn ich völlig in meiner Freude aufgehe, ziehe ich die Unterstützung des Universums an. Geh in deine Freude, was gibt dir Freude? Weg von den Energievampiren, schütze deine Energie, protect yourself, please. Okay, meine lieben Herzen, wow, 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 wow. Hammer! Hammer wie immer für euch. Wunder, 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 wunderschöne Legung. Wenn diese Botschaft dich erreicht, yes. Alles Gute dir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.